Videospiele sind das Leitmedium im 21. Jahrhundert, Milliarden Spielerinnen und Spieler weltweit und jedes dieser Spiele vermittelt politische Ideen und Narrative. Das bietet Chancen, das zu nutzen. Es bietet aber auch Risiken, denn diese Narrative werden in jedem Fall vermittelt, ob ich mich damit beschäftige oder nicht. Weltweit gibt es schon seit vielen Jahren Ansätze, auch von Staaten und Verwaltungen, diese Kulturtechnik des Gamings zu nutzen. Und es lohnt sich und ist wichtig, auch hier bei uns. Aus Sicht einer Behörde würde ich sagen, ran an das Thema, vor allem die Chancen sehen, möglichst viele Schiffe in Form verschiedener Projektideen in See stechen lassen und einfach schauen, welches Schiff am weitesten kommt. Und dabei würde ich sagen, vor allem auf die Personen setzen, die in den Behörden schon mit Games Erfahrung haben, damit aufgewachsen sind und die ganz natürliche Botschafter sind, um Brücken zu schlagen zwischen Verwaltung, spannenden politischen Themen und der Gamer-Community. Das Impact und Innovation Lab der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und das Auswärtige Amt haben heute im Rahmen des Creative Bureaucracy Festival 2020 Akteure aus unterschiedlichen Welten zum Thema Games for Impact, Videospiele für die politische Kommunikation nutzen, zusammengebracht. Und wir haben festgestellt, Spiele und Videospiele in der politischen Kommunikation werden derzeit in den verschiedensten Behörden und politischen Einheiten weitergedacht und angedacht vom Auswärtigen Amt, das ein Spiel zum Beispiel für die EU-Ratspräsidentschaft entwickelt hat, über die Berliner Senatsverwaltung, die nach neuen Wegen sucht, Naturschutzverordnung verständlich zu machen. Es lohnt sich also ran an das Thema und vor allem, wenn ihr es gemacht habt und Erfahrungen gesammelt habt, berichtet der Welt davon, damit andere von euch lernen können.